Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bus Simulator 18. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid bei der Home Bus AG. Und ja, was machen wir in dieser Folge? Und zwar, was haben wir erstmal in der letzten Folge gemacht? Viel, viel wichtiger, denn wir haben uns einen neuen Bus gegönnt. Und zwar den Setra hier, ne, neben unseren Citaro K. Ne, passendes Layout, hier oben ist die Spinne drauf, warum auch immer. Muss ich nochmal anpassen. Hier haben wir keine Spinne, den haben wir uns gegönnt. Wir haben auch die erste Aufgabe abgeschlossen, befinden uns in Level 4 und haben hier die Frau Claudia Schafvetter eingestellt. Ne? Spielt keine Videospiele und findet Katzen ganz toll. Passt zu unseren Fahrgästen. Und als Aufgabe haben wir auch was Neues dazu bekommen. Und zwar müssen wir hier alles verdoppeln. Wir wollen unser ja, Gebiet erweitern. Und zwar der nördliche Bezirk wird freigeschaltet. Ich denke mal hier so. Siegwalden und so. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir noch einen Fahrer eingestellt. Dann haben wir den hier zugewiesen für unsere erste Strecke. Ne? Das haben wir gemacht. Hier Citaro K, Diesel, Strecke 1, Lehrling. Und jetzt werden wir schließen das mal, hier auf der Strecke fahren. Beziehungsweise, ich mache noch eine neue Strecke jetzt. Eine dritte Strecke. Können wir ja ruhig machen. Ist ja kein Thema. Wir müssen mal gucken, wo wir vielleicht. Na, wir fahren eigentlich schon überall dran, ne? Also, ihr könnt noch mal so eine Expresslinie machen. Ah, ich weiß nicht. Wobei, ich glaube, ich muss die noch mal optimieren hier, die Strecke. Das kann ich ja noch mal machen. Ist jetzt kein Thema. Aber wir fahren da irgendwie ein bisschen komisch rum. Wir können ja auch mal rückwärts fahren. Ich glaube, das geht auch. Müssen wir gleich mal testen. Das heißt, wir starten einfach mal die Fahrt. So. Wählen aber den Bus natürlich aus. Den Setra, mit dem wollen wir fahren. Tageszeit, Nacht, regnerischer Tag, könnten wir auch mal machen. Dämmerung, sonnig und regnerisch. Aha. Was ist das denn? Sonnig und regnerisch? Nee. Dämmerung, gegen Abend. Können wir mal einen regnerischen Tag nehmen. Schnellstart machen wir mal an. Umgekehrte Strecke an. Freie Fahrt an der ersten Haltestelle der Strecke beginnen. Okay. Rundfahrt. Naja. Ah, und dann die nochmal in umgekehrte Reihenfolge. Das heißt, wir können ja auch mehrere Strecken fahren. Ah, cool. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal umgekehrt die Strecke. Also in umgesetzter Reihenfolge. Fahrt starten. So. Oha. Es regnet, die Erde wird nass. So. Das sieht nicht gut aus hier. Ist ja richtig. Haben wir irgendwo Licht hier? Oha, ist ja alles anders hier in dem Bus. Verdammt, ich sehe nichts. Oha, es regnet. Das sieht ja abenteuerlich aus hier. So. Ich Guten brauche Tag. eine Fahrkarte. Sie brauchen eine Fahrkarte. Natürlich kriegen Sie eine. So, schön, dass Sie mit der Homebus AG wieder unterwegs sind. Herzlich willkommen hier. So. Danke. Ja, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne. Ne? Sollte mal Schirm. Ja. Bin aber gespannt, ob einer meckert hier, wenn ich mir Zeit lasse. Ich lasse mir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit. Tagesticket, Standard und drucken. Da kriegt so ein bisschen was wieder, ne? Und 80 Cent. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, müsst ihr alle eine Fahrkarte kaufen. Können natürlich alle eine haben. So, Standard. Und da geht's los. Bitteschön. 13 Euro. Das ist nicht ein kleiner junger Mann. Ich habe leider keine Scheine, ne? So, dann sind wir fertig. Müssen wir erstmal gucken, wo ich hier Licht finde hier. Aber Scheibenwischer ist B. Ah ja. Ah, guck mal. Scheibenwischer ist B. Hier war doch bestimmt auch irgendwo Retarder. Nein. Blinker. Fernlicht. Ist überhaupt irgendwie Licht an? Ah ja. So, ansonsten ist, glaube ich, alles fertig. Wir gucken uns das mal von außen an, hier den Bus. Oh, finde ich nicht schlecht, ne? Sieht ein bisschen komisch aus hier. Naja, ist von der Grafiktextur jetzt her nicht so toll, ne? Ah, guck mal, ein neuer Ton da hinten. Das ist natürlich auch toll. Also, ob wir hier Lüftung noch anmachen müssen oder so. Das sieht jetzt nicht so toll aus von der Textur. Schade eigentlich. So, dann würde ich sagen, ja, fahren wir einfach mal los hier mit dem Setra. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Das ist schön. Ich auch nicht. Hab ich nämlich jetzt. So. Auf geht's, Nächster Leute. Halt, Zellermann Forschungszentrum. Ja, wir fahren jetzt hier in umgekehrter Reihenfolge.
So, ist der Setra. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er ist nämlich ein bisschen breiter. Wir müssen mal kurz hier Schulterblick, ne? Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Nein! Verdammt! Ich bin hier... Ach, scheiße. Warte mal. Oh, oh. Ich muss hier irgendwie... Ich muss jetzt hier irgendwie mal... Habe ich den Herd ausgemacht? Ein Stück zurücksetzen hier. Ich muss hier weiter ausholen. Macht man natürlich eigentlich nicht, ne? So, wir springen mal wieder rein hier. Ich glaube, Nummer 7 war es. Oh, Mann. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warte, warte, warte. Sie. Oha, komme ich hier rum? Ja, müsste passen. Oh, hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr ausholen, Leute. So. Oha. Erster Unfall hier. Neuer Bus, schon direkt Lack kaputt, ey. Oh Mann. Der Lack ab, ey. Ist natürlich, Ne, hier verhalten wir nicht. Der spiegelt jetzt hier ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, wie das dafür die Aufnahme ist. Ob das jetzt hier so eine tolle Idee war, das jetzt hier zu machen. Aber ich dachte, ich versuche mal ein bisschen was anderes. Ja gut, ich habe einen Unfall gebaut, ne? Läuft bei mir. Dann werden wir auch mal schauen, wie die anderen hier... Lässt der uns? Jo. Danke. Oh, da geht einer rüber hier. Oh, guck mal, die haben doch Schirme hier. Ja, cool. So. Das ist gleich der nächste Halt hier. Oh, müssen wir uns ein bisschen sputen. Wir treten mal drauf hier. Aber das von den Fahrstrecken her, das passt schon. Ich muss natürlich bloß beim Abbiegen ein bisschen mehr, sagen wir mal, aus... Oh, wir sind zu spät. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Guten Tag. Ja, moin. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, natürlich. So, eine Tageskarte Standard. Jo, kriegen wir. Danke. Bitteschön. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Das ist sogar kein Thema, junge Frau. Kriegen Sie doch glatt zwei. So, da kriegen wir noch 12 Euro wieder. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Das können, weiß ich nicht, aber ich kann die gerne eine verkaufen. So. der Clown gefrühstückt hier. So. Läuft. So, einmal alles durchdrücken. Finde ich mal gut. Oh, nehmen wir gestern war super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, dann? Ich musste gestern arbeiten. Oh. Blinker setzen, weil er vergessen hier. So, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr ausholen. Westspeicher. So. Bisschen aufpassen hier. Er ist echt vom... Vom Wetter hier. Guck mal, da laufen die Leute sogar. Warte mal. Das ist ein gutes Bild hier. Glaube ich, wenn ich hier mit dem Schirm hier lang laufe. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Bin ich auch eingeladen? Ich würde auch mal gerne hinkommen. Wir müssen rechts rum. Jetzt müssen wir mal gucken hier, dass wir hier auch das Ding erwischen hier. Oha. Das passt jetzt. Ah ja. Da muss man ein bisschen mehr ausholen. Ist natürlich klar, ne? Als mit der kleinen Kiste dort. Ah, guck mal, da rennen sie alle hier. Ja. Schirm nicht mit, ne? Das passiert. Ich wurde geblitzt. Ja, läuft. Ach Mensch. Ist doch ein Kacktag hier. Zum Glück ist bald Sonntag. Nee, wieso zum Glück? Hallo? Dann ist wieder schneller Montag. Dann muss ich ja wieder arbeiten. Nee. Das will ich nicht. So. Komm, jetzt fahren wir hier rum. Wir gucken mal nicht, dass hier einer über die Straße geht. Muss man nämlich echt aufpassen hier. So. Ja, wir kriegen auf jeden Fall echt viele Abzüge, ne? Geblitzt, ein Schaden am Bus. Ach, Mist. Westspeicher.
Natürlich. Natürlich. Oh, der neue Bus ist echt hübsch. Schön, dass Sie eine Fahrkarte bitte. Ja, eine neue Fahrkarte, eine Einzelkarte, eine Standardkarte, bitteschön. Ich habe hier noch 280 wert, bitteschön. Das war's oder was? So, wir machen jetzt erstmal eine allgemeine Fahrkartenkontrolle. Guten Tag. Einmal die Fahrscheine bitte. Hier. Ja. Ja, auch doof, wenn du jetzt keinen hättest, ne? Ich habe gerade eins verkauft. Na klar, hier, bitte. Ja, danke schön. So, einmal die Fahrkarten, junge Frau. Hier, bitte. Danke. Schön, dass dir der Bus gefällt, ja? Augenblick da, hier, bitte. Dankeschön. So, einmal Augen, die Fahrkarte. Augenblick da, hier, bitte. Dankeschön. Was? Guten Tag, hallo. Ach so, hier. Ja, genau. So. Augenblick. Da. Dankeschön. Hier, bitte. Junge Frau. Wo hab ich de... Ah, hier, bitte. Dankeschön. Hier, bitte. Vielen Dank. Können Sie mal Ihren Müll wegräumen hier? Mann. Nächstes Mal packen Sie es selber weg. Ich nehme das jetzt nochmal mit, ne? Letzte Verwarnung hier. Klar. So. Ja, dankeschön. So, ich würde sagen... Oh, guck mal, der Bus ist auch echt schön, ne? Kann man sich hier hinsetzen? Nee, leider nicht. Lalalala. So. Ich würde sagen, wir fahren mal los hier. Hält der? Jo. Jetzt haben wir hier ein bisschen Verkehr. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Ja. Das ist echt ein Unding, junge Frau. Da haben sie recht, ne? Oha, da bin ich aber... Da passt ja nichts mehr dazwischen, du. Was können wir denn hier... Überlegen, was die als Screenshot nehmen hier. Ach komm, auch mal den hier. So. Ansonsten jetzt hier Heizung oder sowas gibt's hier nicht, ne? Nee. So. Kurzen Schluck trinken hier. Gucken, ob sich unser Angestellter besser geschlagen hat als ich. Wäre auf jeden Fall mal gut zu wissen. Ist mal ein bisschen zu hell hier. Kann man die Funzeln hier nicht ausmachen? Das war doch irgendwo hier, ne? Warte mal. Ah, hier. Oh, ich dachte schon. Führerstandbeleuchtung. Fahrkartenautomatenbeleuchtung. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Ist echt hell genug, ne? War ich jetzt eher fast halb blind hier. Was ist denn da los? Wo fährt denn da keiner? Mensch. Was denn da los hier? Soll ich mal fahren? Das ist doch hier... Das ist doch kein Vorfahrtgewehrenschild da. Das ist doch hier... Wir haben Vorfahrt, Jungs. Ah, nee, ist rechts vor links. Ah, nee, doch Vorfahrtgewehren. Habe ich nie gesehen. Sorry. Tja, gibt's Pizza, ne? Ja, wiederholen sich halt die Sprüche, ne? Och, fahr doch mal. Gibt's ja auch Lichthupe oder was? Mann, 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 Mann. So. Ja, ist natürlich jetzt hier der Verkehr, der hält manchmal echt auf, ne? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Endlich. So. Lassen die mich alle, jo. So, sieht gut aus. Ah, wir sind zu spät. Mann. Oder? Zu früh, wir sind zu spät. Ostspeicher. Wir sind spät dran. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, ja. Großes Sorry hierfür. Tschüss. Tschüss. Der Bus gefällt mir. Ja, danke schön. Ist der wirklich neu? Ja. Oder nur frisch lackiert? Mit Perwoll gewaschen, junger Mann, ne? Kennen Sie ja. ja. Die älteren Zuschauer werden es kennen. Also nicht vom Kanal, sondern die schon nächste etwas Zeit. Älter sind. Mit der schönen Perwoll-Werbung, die es damals gab. Ja, hier dürfen wir rüberfahren. Hier ein bisschen. Oh, das spiegelt hier ganz schön, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Aufnahme wirkt. Wie gesagt, ansonsten würde ich das eher vermeiden, im Regen zu fahren. Muss ich mir im Nachgang mal beim Rendern der Videos mal anschauen. Kommt niemand, ne? So. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Ja. Nächster Halt, Astra Promenade. Sehr pünktlich.
Danke. Oh, ja. Haben wir wieder aufgeholt, ne? Ja, schön, dass Ihnen der Bus gefällt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich, junge Frau, kriegen Sie eine Fahrkarte, Mensch. So, Tagessenior. Da finden Sie was wieder, ne? Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Einzelstandard. Bitteschön. 280. Danke. Ja, bitteschön. So, dann fahren wir mal weiter. So. Nächster Halt, Grannisplatz. Macht auf jeden Fall echt Spaß, das Spiel. Vielleicht habt ihr ja auch mal Tipps. Und wie gesagt, wenn ihr Repaints machen könnt dafür. Ich habe immer so ein kleines... Warte mal. Ich muss mal kurz hier... junger Mann. Können Sie mal... Wo ist er denn? Tut mir leid, ich mach's leiser. Ne? Leise, ne? Die anderen Leute, die stören sie damit, ne? Ja, dankeschön. So. Muss nicht sein hier. So, fahren wir weiter. So, ich hätte die Feststellbremse anmachen müssen. Geil. Voll vergessen. Ja, wenn ihr auf jeden Fall Repaints basteln könnt oder einfach mir mal eins basteln wollt, hier für den Bus oder sowas, oder wenn ihr da eine Idee habt, gibt natürlich echt viele Repaints. Was macht die KI daneben? Hä? Was? Geil. Dann, ja, schreibt einfach einen Kommentar oder kontaktiert mich. E-Mail-Adresse habt ihr, ja? Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ja, hör mal. Das ist, Das am Schütt. Ich bräuchte mal die Rampe, bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, können Sie. Warten Sie mal. Ich muss mal kurz hinten die Tür schließen. Ich muss mal kurz die Rampe dementsprechend einmal ausfahren. Es geht gleich los. Rampe war nochmal, ich glaube, warte nochmal, Rampe. Oh, Mist. Warten Sie mal. Nur mal kurz die Rampe gucken hier. Aber war nochmal die Rampe hier? Die Rampe war... Hupe, Fahrerfenster. Nee, warte mal. Muss mal kurz gucken hier in der Einstellung. Damit wir den Kollegen da auch reinlassen können. Mit dem kleinen Handicap. So, Bus, Rampe war... Ach, G war es, genau. G, wir fahren das mal aus. Guck mal, da haben wir auch hier einen super... ist doch G. Ach nee, Feststellbremse aktivieren. Oh, ich vergesse das immer. P. Ah, jetzt. So, jetzt wird die Bremse ausgefahren. Und dann öffnen wir die Tür. Und machen hier nochmal einen Stream. Oh, wow. Ist das ein neuer Bus? Ja, natürlich ist das ein neuer Bus. So, jetzt mache ich erstmal hier die Fahrkarte fertig. Das heißt, wir können hier erstmal zufahren. So, jetzt der braucht ein Ticket. Entschuldigen Sie, dass ich warten muss. Ich muss den Kollegen dahin erstmal einmal reinlassen. Ein Wochenticket, einmal Senior und einmal eine Einzelfahrt. Danke. Bitteschön. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier wieder alles zu haben. Die Rampe müssen wir da... Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Was? Guckt ihr meine Videos? Oh Gott. Ja, ist echt ein blöder Dialog, aber naja, gut. So, halt der Stirnbremse los. So, langsam komme ich rein hier. Ach, Leute, das wird was. Nächster Halt, Stockerplatz. So, da kommt nix, da können wir rum. Mal kurz gucken hier, nicht, dass hier einer... Oh, ist schon mit dem Setra, ne? Um die Ecken schon ein bisschen schwieriger. So. Habe ich den Herd ausgemacht? Ja. Hoffe ich doch, gute Frau. Sonst rufst du mal ihren Mann an. Vielleicht kann er mal kurz gucken. Oha. So. Ja, die Fahrt ist auf jeden Fall schon mal länger. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Ja, oh Mann, ne? Ja, flotte Solo aufs Parkett gelegt, würde ich sagen. Ja, geil, ey. Das sind auch manchmal genauso so Gespräche, die man so im Bus mitbekommt, ne? So komische Sachen, wenn sich da Leute mal aufregen oder... Ja, natürlich sind auch... Es gibt ja verschiedene Arten von Leuten, ne? Ich fahre ja auch jeden Tag jetzt nicht unbedingt mit dem Bus, aber mit der U-Bahn. Und, da ist es halt auch immer so, dass die seltensten, ja, weiß ich nicht, Leute da gibt. Ne? Da gibt es natürlich den
die Menschen, die ganz normal ruhig sind und dann auch Musik hören oder aufs Handy gucken, ne? Ich glaube, jeder guckt irgendwo hin, auf dem Handy oder hört Musik oder so. Da gibt es auch die Leute, diese Choleriker, ne, die immer ständig auf der Uhr gucken und Angst haben, irgendwo zu spät zu kommen und bei jeder Sekunde dann direkt rumbrüllen und sich beschweren. Die liebe ich ja, die Leute. So, ich muss jetzt hier rüber. So. Und da gibt es dann auch die Leute, die jeden anpöbeln und auch manche Leute, die dann wieder keine Zeit haben. Da gibt es ja die Leute, die einfach beim Einsteigen quasi einfach die Leute wegdrängen, die aussteigen und solche Geschichten. Da komme ich ja richtig drauf klar, das mag ich überhaupt nicht. Parken in Perfektion. Natürlich, junge Frau, nur für Sie. Ne? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich können Sie das. Eine Einzelkarte, Senior und zack. Drei. Sie versperren die Tür. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Was brauchen Sie? Eine Fahrkarte. Woche. Senior und drucken. Danke. Wer eine Fahrkarte, bitte. Ja, geht gleich los. Typ Tag, Senior. 460. So, wir scrollen mal kurz raus hier. Wer verstellt die Tür? Ey, junger Mann. Können Sie da mal aus der Tür treten? Hören Sie mal jetzt. Können Sie mal hier die Tür freigeben? Ist doch kein... Ne? Haben Sie überhaupt ein Ticket? Na klar, hier, bitte. Ja, das wär's auch noch gewesen, du. So. Unglaublich, manche Leute, ne? Versperren die einfach alles hier. So, los geht's. Ich glaube, wir sind auch bald da. Nächster Halt, Media Center Astra. Ja. Endstation. Genau. Bitte alle aussteigen. Dann haben wir es auch gleich geschafft hier mit dem Bus. Wir gucken uns den gleich nochmal an im Nachgang, so von innen ein bisschen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir Einnahmen erwirtschaftet haben. Macht auf jeden Fall echt viel Spaß, das Spiel. Also es ist auch einfach zu steuern, einfach zu zocken. Musste jetzt vorhin nochmal ein bisschen gucken, hier wegen der Steuerung. Ja, leider wohl haben wir einmal einen leichten Schaden am Bus verursacht und wurde geblitzt. Einmal waren wir zu spät an der Haltestelle. Das heißt, es gibt diesmal Abzüge in der B-Note hier, aber ja... Gibt Schlimmeres. So. Müssen wir einmal hier rum. Ich finde den Bus auch sehr schön gemacht. Und hat halt eine eigenständige Grafik hier, das Spiel, ne? Oha. Achtung. Mal langsam drüber hier. Ich muss hier wirklich hier. Oha. Drüber kriechen. Das merkst du an dem Force Feedback hier im Lenkrad. Das schlottert dann schon, ne, wenn du ein bisschen schneller drüber fährst. Wie gesagt, ich gucke mir das im Nachgang mal an, wie das mit dem Regen ist. Ich denke mal, ich werde die nächste Folge wieder bei Sonnenschein machen. Ist ja, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer. Es sei denn, der Auftrag gibt das her, dass wir das machen müssen. So. Da sind wir an der Endstelle. Ja, junger Mann. So, jetzt werden wir erstmal hier die Parkbremse einlegen. Dann werden wir die Rampe ausfahren. So. Können wir alle aussteigen. So. Dann haben wir das auch fertig hier. So, da kann auch der Herr mit der... mit dem Rollstuhl rausfahren. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. So, müssen jetzt alle raus sein. Strecke ist beendet. Wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen den Bus an. Wir müssen einmal hier die Tür schließen. Die machen wir auch mal zu. Dann fahren wir... Ach, die Rampe fällt immer automatisch ein, wenn ich die Tür schließe. Okay, das ist gut. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns mal hier den Bus an. Die Haltestellenbremse haben wir fest. Wir müssen sowieso noch mal gucken hier nach Müll. Also sieht echt cool aus, der Bus. Ne? Gefällt mir auch. Ne? Auch von der Optik hier. Toll auch hier dieser Eingang. Die Sitze sehen auch sehr, sehr hochwertig aus. Sehen auf jeden Fall stabiler aus, weil das ja auch hinten wieder diese Plastikstühle sind. Die mag ich halt überhaupt. Habe ich Plaste gesagt? Plastikstühle. Ist ja auch egal. Kann man auch Plaste sagen, ne? Ihr wisst ja, ich habe ja 4 Jahre in Magdeburg gewohnt. Und, jetzt können wir die Tür wieder sperren hier. Ach, guck mal, das sind sogar so Anzeigen. Ah, ist sogar digital. Das sieht auch toll aus. Kann man hier drauf drücken? Das ist, finde ich, schade, dass man hier nicht drücken kann. Haben wir immer noch Müll? Wir gucken mal.
Nicht, dass hier wieder irgendjemand Müll hat liegen lassen. So, nee, alles gut. Dann können wir die Fahrt hier abschließen. Zack. Ah, es gibt Abzüge in der B-Note. Wobei. Ah ja. Das ist, ja. Ah, fast Level 5. So. Wie viel Geld haben wir? 101.000 schon wieder, ne? Wir gehen mal zurück zur Karte. So. Wurde hier schon Einnahmen generiert. 107 Passagiere haben wir transportiert. Einkommen haben wir auch generiert. Ich gucke mal, ob wir das irgendwie in den Statistiken sehen können. So, Spieler, Angestellter. Ach, guck mal hier, 17.000 hat er eingenommen. Ah ja. Hier sehen wir nochmal Unternehmenswert. Guck mal, ist ordentlich gestiegen. Gefahrene Strecken, transportierte Passagiere. Und dann bekommen wir auf jeden Fall dann bald hier auch die neue die dementsprechenden, ja, den nördlichen Bezirk. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal wieder. Oh, heute mit einer langen Folge sehe ich gerade bei der Aufnahme. Ist aber nicht schlimm. Ich hoffe, die Folge hat euch dennoch gefallen. Ne? Lasst einen Daumen da, ne? Vielleicht auch einen Kommentar. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich. Und wenn nicht, dann natürlich auch nicht. Ne? Schreibt das auch bitte. Aber bitte, ja, ganz normal und ja, offen und ehrlich, wie ihr seid. Ne? Und ja, das war's. Ne? In der nächsten Folge werden wir dann gucken, dass wir hier die neue Strecke vielleicht festlegen, den nördlichen Bezirk freischalten und ja, sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.